Hallo ihr Lieben, euer Girlsteer hier und herzlich willkommen zu diesem großen Silvester-Talk-Video. Das erste Mal, dass ich sowas mache, ich mache schon seit 2012 YouTube und jetzt das erste Mal 2020, dass ich so ein Silvester-Abschieds-Talk-Video, Neujahr-Döns mache. Ich habe früher mal gedacht, hey, das wäre voll kindisch, das wäre voll der Quatsch, aber das habe ich auch zu den Vorsätzen gesagt. Meine Vorsätze für 2020 waren: Du bist immer ehrlich, du versteckst nichts mehr und du lebst jetzt endlich dein Leben. Und ich habe alles durchgezogen und diese Vorsätze haben mir das Leben gerettet. Diese Vorsätze haben mir tatsächlich das Leben gerettet. Hätte ich das nicht so durchgezogen mit der Transition und so, wäre ich jetzt nicht mehr hier. Ich habe mir das Leben genommen. Am 23.12. hatte ich mir fest vorgenommen, vor den Zug zu springen, weil die Symptome nicht besser wurden. Ich hatte permanente Müdigkeit, Depression und mir ging es so schlecht. Mir ging es so schlecht. Und nur ich selbst konnte mir helfen. Ich wollte schon immer Mädchen sein, ich war schon immer komplett neidisch auf die anderen Girls, dass sie eben halt einfach so ihr Leben leben können und ich konnte es eben halt nicht. Hätte ich mich damals in der Schule schon wie ein Girl gegeben, girly Sachen angezogen, mich geschminkt und so, das wäre bestimmt nicht gut gekommen. Die Lehrer würden nicht wissen, wie man damit umgeht und letzten Endes, manche Mitschüler hätten mich wahrscheinlich dann gemobbt. Also, voll bescheuert, ich Schicksal. Naja, Februar 2020 habe ich da geoutet und seitdem ging es bergauf. Jetzt lebe ich mein Leben. Ich bin super glücklich und es war die beste Entscheidung, die ich in 25 Jahren nur treffen konnte. Da werde ich gleich auch noch so ein bisschen drüber reden, über den gesamten Transition-Prozess, weil es einfach eine wichtige Rolle hier spielt, wenn man jetzt auf das Jahr zurückblickt. Aber vorerst, erstmal was anderes. Das neue Jahr steht vor der Tür, Leute. Was machen wir im neuen Jahr? Im neuen Jahr nehme ich mir vor, mich selber zu beobachten und noch besser zu werden. In jeder Hinsicht. Ich hoffe einfach, dass die Hormontherapie noch weiter einschlägt, dass die Feminisierungsprozesse somit weitergehen und besonders freue ich mich auf den 9.2. Da wird auch noch irgendwann ein Video zu kommen. Denn am 9.2. bin ich offiziell hier. Ja! Da habe ich einen Gerichtstermin und ja. Da wird wahrscheinlich die Namens- und Personenstandsänderung erfolgen. Sprich, dann beginnt mein Leben. Bis dahin muss ich noch durchhalten. Es sind noch gut 2 Monate, aber jetzt habe ich schon so lange durchgehalten. Dann schaffe ich das auch noch. Gut, Leute. Das wollte ich gesagt haben. Ich weiß ja nicht, was ihr für Vorsätze habt im Jahr. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Weil bei mir ist es halt so, ich will mich halt selber verbessern, ich will gucken, wie sich das alles so entwickelt, wie ich mich entwickle. Und ja, weil Make-up-technisch und stimmtechnisch habe ich mich super krass getan, ey. Dieses Make-up-Versuch war katastrophal. Ich habe, by the way, jetzt eben ein Make-up-Video aufgenommen, das erste Make-up-Video, was ja auch jetzt bald kommen wird. Wie ich halt meine Make-up-Routine mache. Das habe ich hier komplett gemacht am PC. Das wird katastrophal, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sieht so viel aus, das sieht so toll aus. Ja, ich bin einfach viel besser geworden. Und die Stimme hat sich auch echt krass entwickelt. Hier mein Beispiel von der alten Stimme. 1, 2, 5 Empires. Ja, Leute, wir werden heute eine Mann-Kampagne machen. Dazu müssen wir erstmal die ganzen Truppen dahin verfrachten, und zwar die von Chengdu. Zack, zack, zack. Was hat deine 3 Pigmente und jedes Pigment, jede Farbe kann was Unterschiedliches. Rote zum Beispiel macht am meisten Schaden, ist gut, um den Gegner zu töten. Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier mit einer kleinen süßen Story. Und es geht um Koffein, Taurin und alles, was wach macht. Wenn ich bei irgendwelchen Leuten zu Besuch bin, letztens auch bei mir jetzt Abend, willst du einen Kaffee? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einfach keinen Kaffee. Warum ist das eigentlich so? Warum mag ich keinen Kaffee? Naja.
Und das wird so eine lange Geschichte, aber deswegen ja auch hier das Talk-Video. Zuallererst kann man sagen, ich bin wahrscheinlich polytheistisch. Das heißt, ich glaube an mehrere Götter, beziehungsweise ich glaube daran, dass es einfach mehrere Götter gibt. Man hört da schon auf jeden Fall einen großen Unterschied raus, oder? Und ich bin voll stolz drauf. Ich habe keine Logopädie oder sowas gehabt. Und andere Transpersonen haben Logopädie gehabt und haben sich den Arsch aufgerissen, Tutorials angeschaut und so weiter und so fort. Kriegen das immer noch nicht hin. Und landen dann wieder in Dysphorie. Gut, ich bin auch von Gott gesegnet, so eine androgyne Stimme gehabt zu haben. Die war nie wirklich mega tief. Klar, ich kann immer tiefe Stimmen machen, aber ja. Das Schöne ist, ich hatte es jetzt nicht wirklich schwer, so den Switch zu machen auf eine weibliche Stimme. Und das Coole ist, ich kann auch immer noch ganz tief reden. Ich bin jetzt quasi die Meisterin der Stimmen. Ich kann alles. Ist das nicht cool? Ich finde das mega cool. Ja, Neujahr. Was kommt bei Cecile? Neujahr. Wie gesagt, Make-up-Tutorials werden kommen. Erstmal eine Vorstellung zur Make-up-Series, wer ich eigentlich bin, was ich vorhabe. Und dann habe ich ja gerade aufgenommen, schon im Voraus, die komplette Make-up-Routine. Und dann gibt es halt noch so einzelne Sachen wie Eyeliner, Bronzer und hast du nicht gesehen. Also für die ganz wichtigen Sachen im Make-up-Bereich will ich ein Video machen. Das kommt auf jeden Fall neu. Die neue Series. Die alten Series bleiben natürlich bestehen. Falls ihr irgendwelche Videovorschläge habt zu den einzelnen Series, sei es jetzt Make-up, Smash oder Talk-Video oder Trans-Thema, dann könnt ihr mir das gerne in Discord oder unter diesem Video schreiben. Ich lese alles mir durch und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Wünsche habt, kann ich das gerne berücksichtigen. In den jeweiligen Themenbereichen. Okay. Streams. Oh Gott, girl. Okay, jetzt muss ich ein bisschen länger ausholen. Mit den Streams so eine komische Geschichte. Ich habe fast jeden Tag gestreamt. Und das acht Stunden. 8 Stunden jeden Tag. Doch dann habe ich auf einmal gar nicht mehr gestreamt. Das hat super viele Gründe gehabt. Und ganz ehrlich, es hat extrem viele Gründe gehabt. Grund Nummer 1 ist ein ganz großer Punkt, das Internet. Das Internet ist manchmal einfach nicht consistent. Dann bricht es ab oder es gibt nur Frame-Einbrüche. Und dann stehe ich da, gucke auf OBS, ist rot und dann denke ich mir so, Girl, fuck my life, was soll der Scheiß? Wäre ich depressiv, weil nur Frame-Einbrüche kommen und der ganze Chat dann nicht mal mit mir redet, sondern nur sagt, boah, leckt, blöd, Frame-Einbruch, leckt es noch bei wem? Und das zieht einen voll runter und es nervt. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr besser wird. Aber Vodafone stellt mich als komplette Bescheuerte da. Vodafone sagt, boah, ist doch alles gut. Klar. Also ich hab geschaut, keine Störung, alles geil. By the way, bei mir kommen nicht 500.000 Download an, bei mir kommen 200.000 Download an, obwohl ich 500.000 Download bezahle. Bei mir kommen nicht 50.000 Upload an, bei mir kommt maximal 10.000 Upload an. Obwohl ich für 50.000 Upload bezahle. Wohl davon, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ihr seid bescheuert. Ich bin es nicht, die bescheuert ist. Und ich habe nicht mal was im Hintergrund gehabt. Ich habe keine Uploads im Hintergrund gehabt. Ich habe keinen Rendering-Prozess im Hintergrund gehabt. Es funktioniert einfach nicht. Mann, Vodafone ist der letzte Mist. Aber da bin ich ja nicht die Einzige, die das sagt. Ne, Domi? Grüße gehen raus an Domtendo, meinen Let's Player-Kollegen, der ja auch bei den Streams öfter mal Probleme mit Vodafone hat. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe so viel im Kopf, immer noch mit diesem Personenstands- und Namensänderungsprozess. Da habe ich jetzt nicht Bock, irgendwie Stress mit Vodafone zu machen, irgendwie Anbieter zu wechseln. Formulare, Bürokratie. Ich habe keine Lust drauf. Ich habe einfach keine Lust drauf. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, Leute, dann ist es halt so. Gibt es erstmal auch keine Streams. Punkt Nummer 2, warum es keine Streams erstmal gab, für eine ganz lange Zeit. Ich war mit mir selber unzufrieden. Stimme hat nicht wirklich gepasst.
Denn die Stimme war irgendwie so und das war so dazwischen und ich war nicht perfekt damit zufrieden. Das ist einfach scheiße. Dann kommen Leute. Oh, du redest ja gar nicht wie Girl, du redest eher so wie so ein 14-jähriger Junge. Weißt du, die Leute sind mega toxic. Und dann kommen Leute, die sagen so, ja, du siehst aus wie Joker, weil die Schminke noch nicht perfekt war. Oder dann kommen Leute sagen, bist du, ich nenne das Wort jetzt nicht. Vor allem, weil das richtig verletzend ist für mich als Frau. Naja, auf jeden Fall ziemlich viele toxic Comments. Und ich habe keine Lust drauf gehabt. Wegen Frame-Einbrüchen depressiv zu werden oder wegen gewissen Leuten depressiv zu werden. Weil mein Leben hier jetzt so toll ist, bin voll glücklich mit dem, wie es so gelaufen ist mit der Transition, dass ich jetzt endlich als Girl leben kann und das muss mir nicht vor irgendwelchen random Leuten mies machen. Jetzt, da ich super viele Komplimente bekommen habe, draußen, im Internet und das Passing einfach gottgleich ist, ja, ich bin selbstverliebt, eingebildet und ich habe dieses Selbstbewusstsein. Da kann ich auch wieder streamen. Jetzt ist die Stimme gut, das Make-up ist gut, die Haarlänge ist jetzt auch besser, weil die Haare waren so super kurz, war auch noch scheiße und kontraproduktiv für mich. Deswegen brauchte ich diese Auszeit. Und jetzt ist halt perfekt. Von daher kann ich auch wieder streamen. Wenn es halt geht, wenn es nicht geht, Leute, wenn das Internet zackt, dann don't blame me. I tried my best. Wenn das Internet nichts hergibt an Leistung, obwohl ich dafür zahle, dann kann ich nichts dran machen. Leute, ich kann nicht zaubern. Und ich werde das Stream-Layout auch ändern. Immer dieses Donation-Goal und Chat und da Sachen und da Streambots und bla 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 bla. Finde ich alles voll bescheuert. Brauche ich nicht. Ich will kein Streamlayout mehr haben. Ich finde das alles albern, kindisch und lächerlich. Ich habe eh nicht so viele Donations und hast du nicht gesehen bekommen. Es hat nichts gebracht, ob da oben ein Spendenziel oder sowas steht. Das ist kompletter Quatsch. Ich mache das alles raus. Wir haben Fullscreen, Gameplay und Facecam und es reicht. Das reicht voll und ganz aus, Leute. Kann ich ja mal das neue Streamlayout zeigen? Habe ich das nicht irgendwo? Ich glaube, das hier ist das. Ja. Das ist übrigens mein Desktop. Madoka Maika natürlich. Hui. Ja. So wird es aussehen. Klar, Alerts und so sind noch da. Aber das war's dann auch. Ich will diese ganze Scheiße nicht mehr hören. Ohne Witz jetzt, Leute. Okay. Das wäre das. Also Streams, ich versuche mein Bestes. Kann sein, dass die Streams auch nicht mehr so lange sind, weil ich möchte auch ein bisschen Zeit für mich haben. Ich liebe jetzt mein Leben. Ich habe mehr Interessen als nur Spiele. Ich will nicht 24/7 live sein. Aber ich denke, besser kürzere Streams und ein paar Streams als keine Streams. Ich versuche mein Bestes. Was gestreamt wird, ist, ich will Ape Escape zu Ende bringen. Ape Escape 3 ist wahrscheinlich nur ein Stream. Dann gibt's Hearthstone und Smash. Hearthstone und Smash. Die beiden. Die beiden Spiele. Andere Spiele will ich nicht bringen. Es kommt nicht random, wenn ich jetzt Dynasty Warriors oder so spiele, dann kommen die üblichen Leute, Grüße gehen raus an die Dynasty Warriors Community, Masamune, Kierkix, Fairplayer. Und noch die ganzen anderen, die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen. Alexander Sturm und so. Fällt mir noch ein. Nick fällt mir noch ein. Ja, das war's dann auch. Das sind so die Dynasty Warriors Leute. Die kommen dann vielleicht. Und das war's. Da kommen keine neuen Zuschauer. Und wenn ich jetzt Spiel XY spiele, angenommen ich spiele jetzt mal einfach Super Mario World, da kommt keiner random und guckt meinen Super Mario World Stream. Das ist doch Quatsch. Bedeutet, ich fokussiere mich auf Spiele, die eine gewisse Beliebtheit haben und die mir auch super viel Spaß machen. Hearthstone und Smash. Für andere Spiele, die jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und für die man jetzt auch nicht auf Twitch oder sowas gefunden wird, gibt es ja noch Let's Plays.
Let's Plays habe ich vor Ape Academy 1, Ape Academy 2, 4 Commander. Loco Roco 1 und 2. Sonic Rivals 1 und 2. Undertale. Spyro GBR Teile. Crash of the Titans. Und Herrscher der Mutanten. Das sind so die Projekte, die Let's Play-Projekte, die wahrscheinlich nach Dynasty Tactics 2 kommen. Und dann gibt es noch so ein kleines, süßes Steam-Spiel, habe ich gehört, was noch so um so ein Trans-Girl in Japan geht. Das würde ich mir auch ganz gerne anschauen. Das wird wahrscheinlich nur so 2 oder 3 Parts gehen. Das würde ich noch ganz gerne spielen. Und ja, das ist so der Fahrplan für 2021. Wenn jetzt Leute sagen, Sissi, ihr macht da gar keine Dynasty Warriors Games mehr. Sorry, sind halt schon Let's Played. Zumindest die guten. Dynasty Warriors 9 werde ich niemals Let's Playen. Dynasty Warriors 8 Empires werde ich niemals Let's Playen. Dynasty Warriors 9 Empires werde ich mir nicht kaufen. Kann sein, dass ich 2022 ein oder zwei Let's Play Against mal zu Dynasty Warriors 2 und 3 zum Beispiel. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber 2021 erstmal nicht und The Legend of Zelda soll auch noch irgendwann kommen. Aber Dynasty Tactics 2 geht wahrscheinlich eh 220 Parts oder so. Und danach möchte ich nicht The Legend of Zelda machen, weil das werden wahrscheinlich auch nochmal 200 Parts. Das Spiel ist so lang und schwer und oh! Deswegen mache ich nicht The Legend of Zelda sofort. Wisst ihr Bescheid? Okay. Das war das. Ansonsten natürlich jeden Montag Smash. Smash-Content. Jeden Dienstag Beauty. Jeden Mittwoch ein Trans-Video. Jeden Donnerstag ein Review. Jeden Freitag ein Talk-Video. Samstag auf jeden Fall ein Stream. Samstag versuche ich immer zu streamen, wenn das Internet mitspielt. Sonntag ein Taste-Test. Sprich, die ganze Woche ist immer perfekt durchgeplant. Es kann auch passieren, dass es noch andere Streams gibt. Ich will jetzt nicht sagen, ich streame nur einmal die Woche, weil das habe ich nicht geplant. Ich weiß nicht, wie die Streamtage aussehen werden. Nur 21 Samstags immer ein Stream. Ich bin immer voll einsam, Leute. Aber dazu komme ich gleich noch, wenn ich so ein bisschen auf die Transition und auf das Jahr auch zurückblicke. Naja, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Vorsätze habe ich jetzt besprochen. Was auf Twitch und auf YouTube kommt, habe ich besprochen. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für Videos und so, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Auch gerne Videoreihen-Ideen. Feel free to share your opinion. So, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Jetzt blicken wir noch ein bisschen zurück auf 2020. Voll viele Leute sagen so, 2020, das beschissenste Jahr überhaupt. Oh, war das scheiße. Okay. Das wird jetzt ein bisschen längere Geschichte, weil ich möchte im Detail auf dieses Jahr zurückgehen. Ich bin in das Jahr reingegangen mit Depressionen, mit Müdigkeit und Schwindel. Mir ging es richtig scheiße. Ich bin richtig depressiv und komplett ohne Lebenslust in das Jahr reingegangen. Januar war richtig schlimm. Bin zu 1000 Ärzten und Ärztinnen gegangen. Hausärzte, Sportärzte. Ich war in der Röhre, hab mich untersuchen lassen. Niemand konnte mir helfen. Niemand. Niemand. Ich habe mich verloren gefühlt. Du gehst zu Ärzten, weil du hoffst, dass dir die Ärzte helfen. Aber mir konnte niemand helfen. Dann habe ich zu meinem Hausarzt irgendwann gesagt, hey, vielleicht ist ja auch was Psychisches. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Wenn sie meinen, müssen sie zum Psychologen gehen. Habe ich nicht gemacht. Ich hatte keine Lust. Was soll ich da hingehen? Soll ich sagen, ja, Müdigkeit und ja,
Psychologe hat das nie erraten, was letzten Endes war. Und in der Röhre war ich, weil ich die ganze Zeit Kopfschmerzen, Schwindel und so hatte, was geht ja alles vom Kopf aus, habe ich gedacht, oh mein Gott, vielleicht hast du einen Tumor im Kopf gehabt. Gehst du mal in die Röhre. Habe mich da reingelegt, MRT heißt es, glaube ich, in Oldenburg gibt's das. Und, naja. War mega laut. Ey, ich wollte da nur raus. Das war ein klaustrophobisches Bauarbeitererlebnis. Es war so laut wie eine Baustelle und es war super eng. Ich habe einfach die Augen zugemacht und mir vorgestellt, jetzt würde ich am Strand sitzen, Cocktail schlürfen. Like this. Ich bin so random, oder? But keep in mind, girls just wanna have fun. Der Gag musste einfach sein mit dem Strand. Vom Taste Test. Okay. Ja, Leute. Und MRT hat halt ergeben, da ist nichts. Da ist nichts. Toll, oder? Alle Ärzte sagen, okay, bist voll gesund. Geh mal. Und eine Ärztin hat gesagt, geh mal raus, mach Sport, aber nur vor PC sitzen. Ist klar, dass es so Scheiße gibt. Und ihre Ernährung ist auch scheiße. Okay, die Ernährung war wirklich scheiße. Aber davor habe ich mich auch scheiße ernährt und es schön war mehrere Jahre. Und da hatte ich das nicht, es lag nicht an der Ernährung. Es lag nicht daran, dass ich so viel zu Hause war und nur gezockt habe. Es lag nicht daran, Mann. Es war ja vorher auch nicht so. Die Lösung war, sag einfach, du bist ein Girl und dann geht's dir besser. Was habe ich gemacht im Februar? Ich habe gesagt, Leute, ich bin eigentlich ein Girl. Habe ich euch die ganze Zeit nicht erzählt. Ich habe es die ganze Zeit verschwiegen. Aber der innere Druck hat mich komplett aufgefressen. Der innere Druck hat mich zerstört. Der innere Druck hat mich so kaputt gemacht. Ich hätte nicht mehr weiterleben können. Ich hätte nicht mehr weiterleben können. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, am 23.12.2020 bringst du dich um. Habe ich nicht gemacht. Weil ich mich ja geoutet habe und dann das Leben von Keller bis hierhin wurde und dann, wo ich die Hormone bekommen habe, nochmal hinaufgeschossen ist. Und jetzt, wo einfach die Stimme noch schön geworden ist und die Haare ein bisschen länger wurden, da ist es nochmal höher geschossen. Mein Selbstbewusstsein ist hier oben. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt so manche Videospielen. Oh, Girl, du bist so lost. Warum ich manche Videotiteln jetzt immer Cecile Akira und dann Prinzessin und Herzchen mache. Das mache ich, weil ich jetzt mit mir selbst zufrieden bin. Jetzt bin ich die Prinzessin. Die Queen. Und ich liebe mich selbst. Dafür ist das Herz. Falls ihr euch immer gewundert habt, was es soll. Prinzessin und dann das Herz. Da habt ihr es. Ich bin jetzt voll mit mir zufrieden und liebe mich selbst. Manchmal gucke ich mich so im Spiegel. Oh, Girl, du siehst so geil aus. Schade, dass du dich nicht selbst heiraten kannst. Das habe ich mir schon so oft gesagt. Voll viele sagen jetzt, oh Gott, Cecile, du bist so ein selbstverliebtes Stück Scheiße. Aber ganz ehrlich, ist doch schön, oder? Ist doch schön, wenn man sich selbst mag. Liebe den Nächsten so wie dich selbst. Selbst in der Bibel steht doch, dass man sich selbst auch lieben soll. Dass man alle lieben soll. Und dafür ist auch so ein bisschen das Herz. Make love, not war. Einfach alle lieb zueinander sein. Die Welt ist böse und düster genug. Da brauchst du nicht nur in der Kommentarsektion irgendwelche Idioten, die dir alles schlecht reden und den Tod oder sowas wünschen. Brauchst du nicht. Von daher das Herz. Das Herz hat viele Bedeutung. Naja, oh mein Gott, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Mit dem, dass ich jetzt mit mir selbst zufrieden bin, genau. Okay. Ja. Outing! Und dann sagen so die Freunde, ja, wir akzeptieren das, wir sind voll cool damit, da bist du jetzt meine beste Freundin und nicht mehr mein Freund. Toll. Letzten Endes haben mich alle Freunde verarscht und hintergangen. Alle Freunde listen wurde. Ja, wollen halt nichts mehr mit einem zu tun haben, aber am Anfang sagen, ja, ich stehe voll hinter dir. Richtig falsche Schlangen, ey.
Ich hoffe für andere Transpersonen, dass ihr nicht solche Freunde habt. Aber solche Freunde braucht niemand. Damit sind natürlich nicht alle gemeint, denn zum Beispiel einer von meinen alten Schulfreunden, nämlich der Henne, zum Beispiel, Grüße gehen raus an Henne, der ist nicht so. Der akzeptiert das, der hat auch einen wunderschönen, süßen Adventskalender gemacht und waren auch sogar girly Sachen drin und das fand ich mega süß. Das fand ich voll toll. Und ja, kann halt auch so laufen. Weil er ist gefühlt der Einzige, der es akzeptiert. Aber ich gar keinen mehr. Und das bringt mich wieder so ein bisschen zurück zu den Streams. Wenn ich nicht streame, fühle ich mich voll oft einsam. Ich habe zwar hier meinen Dakimakuras, ihr wisst schon, diese Anime-Waifu-Kissen. Und ja, manche finden das cringe. Ich finde es überhaupt nicht cringe. Wenn du einsam bist, da hast du wenigstens jemanden zum Umarmen. Da hast du jemanden, der bei dir ist. Das gibt einem so ein gewisses Gefühl von Geborgenheit. Klingt dumm. Das ist aber die Wahrheit, Leute. Also mir hilft es. Wenn es mir hilft, ist doch schön, oder? Ja, aber sonst bin ich eigentlich relativ einsam. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Weißt du, jetzt geht's mir gut. Nach der Transition. Na jo, die Transition läuft ja noch. Also, nach 5 Jahren können wir auf jeden Fall sagen, da ändert sich nichts mehr. Aber es kann 5 Jahre dauern, bis alle Veränderungen komplett abgeschlossen sind. Sprich, die Brust kann noch größer werden und andere Änderungen. Es kann teilweise 5 Jahre dauern. Nein, 5 Jahre, da bin ich 30. Oh nein. Ja, mit 25 nochmal Pubertät. Toll, oder? Just some sincere things. Naja, was ich sagen möchte ist, ich finde es komisch, dass meine alten Freunde mit einem depressiven Haufen Elend zusammen sein wollten. Meine Vermutung ist, hey, da ist Person. Hier alten Namen einfügen. Ich mag diese Person, denn wenn diese Person da ist, denke ich, cool, ich bin nicht so. Ich bin nicht so depressiv und nicht so ein Haufen Elend. Ich glaube, die waren nur mit mir befreundet, was denen so einen Confidence Boost gibt. Wenn du so einen Loser da siehst, so ein Nichtsnutz, ohne Selbstbewusstsein, dann pusht dich das selbst. Dann fühlst du dich einfach voll krass. Und ich glaube, das war der einzige Grund, warum Leute mit mir befreundet waren. Jetzt, wo es mir gut geht, mein Selbstbewusstsein ist nicht hier, es ist nicht hier, es ist da ganz oben an der Decke. Deswegen bin ich auch immer gern sarkastisch und passiv-aggressiv, wenn man mir blöd kommt. Weil ich mir jetzt erst recht nichts mehr gefallen lasse. Mit diesem Selbstbewusstsein sicherlich nicht. Und eine Queen lässt sich sowieso nichts gefallen, also von daher. Naja. Und damit kommen viele nicht klar. Oder viele haben gedacht, ich troll nur und ich mache nur einen Joke mit der Transition, obwohl ich eigentlich jedem gesagt habe, dass es mir voll scheiße geht. Ich verstehe das nicht. Naja, die Leute können sowieso nicht wissen, wie es eigentlich geht. Aber scheinbar mir so ein bisschen unterschätzt. Reden wir nicht weiter drüber. Ich bin auf jeden Fall komplett alone. Und so ist es nun mal. Du findest heutzutage auch keine Freunde mehr. I mean, Corona. Kannst du in Disco gehen, kannst du nicht irgendwo hingehen. Ist alles dicht. Früher in der Schule hattest du einfach Mitschüler um dich. Uni hattest du Leute um dich. Smash-Szene hattest du Leute um dich. Ich bin nicht mehr in der Schule, ich bin nicht mehr in der Uni und Smash-Turniere gehe ich nicht mehr hin, weil ich mein Geld einfach lieber save und... Corona. Von daher, ja, RIP, forever alone. It is a fact. Und deswegen muss ich eigentlich wieder streamen. Weil sind schon ein paar Leute da. Gut, die sehe ich nicht im Real Life, ist nicht ganz so toll. Aber man ist wenigstens nicht so alleine. Das ist schon ein bisschen was wert. Naja, auf jeden Fall die Transition am Anfang wusste ich gar nicht, was los ist. Ne, okay, du bist jetzt ein Girl. Warst du sowieso schon immer seit Geburt im Herzen. Und generell auch, aber
dann war es halt offiziell. Aber was macht man da eigentlich? Was macht man jetzt? Oh mein Gott. Wie kriege ich Hormone? Wie mache ich Personenstand und Namensänderung? Was muss ich tun? Ich bin jetzt mal zum Therapeuten gegangen. Oh, Depressionstest. Lalalala. Ja, leichte Depressionen. Okay. Oh, aber ich bin nicht auf das Fach spezialisiert. Oh, brauchen Sie einen anderen Therapeuten oder eine andere Therapeutin? Bin ich da erstmal... Also ich musste ewig drauf warten, auf diesen Termin. Ein Monat ist schon vergangen. Von Februar auf März. Und es hat zu keinem Ergebnis geführt. Ich habe das über Internet bekommen, so Terminvermittlung gibt es. Über Niedersachsen kannst du anrufen. Und dann kriegst du Terminvermittlung mit Ärzten oder Therapeutin. Und da habe ich diesen Therapeuten bekommen, weil ich auch gechillt habe. Du, dabei kann mir ja nicht mehr helfen. Bedeutet, ich muss dann nochmal anrufen, einen anderen Therapeuten finden. Da hatte ich eine Therapeutin. Ist auch wieder ein Monat vergangen. War schon April. Und ich war mega transphob. Die hat dann das böse T-Wort gesagt. Können sie ja mit anderen Personen da sich treffen und austauschen. Aber ich gebe ihnen mal was mit. Und dann hat sie mir tatsächlich die Transhilfe Oldenburg angeboten. Und es war tatsächlich gut, auch wenn sie mega unsympathisch und transphob war. Sie hat mir diese Transhilfe Oldenburg gegeben. Und seitdem ging es bergauf. Weil ich lief einfach planlos rum. Da war ich dann im Juni, glaube ich. Und naja, da sind halt schon 4 Monate vergangen. 4 Monate rumgelaufen, nichts ist passiert. Ah, geil, geil. 4 Monate planlos durch die Gegend gelaufen. Niemand konnte mir helfen. Keiner sagt einem, was man machen muss. Das zackt. Und dann war ich bei Transhilfe und dann ging alles plötzlich weiter, die konnten mir so viel helfen. Die Person dort hat alles fertig gemacht. Hat mir so gesagt, ja, sie können nach Hamburg, da kriegen sie das Indikationsschreiben, wenn sie zu der Therapeutin ein paar Mal gehen. Was hat sie noch gesagt? Sie können auch an einer Online-Studie teilnehmen. Das sind sie allerdings so Versuchskaninchen, kriegen sie auch ein von das Indikationsschreiben. Oder sie gehen zu einer Therapeutin in Oldenburg, die darauf spezialisiert ist, aber die Warteliste halt super groß. Habe ich gesagt, okay, ich mache das mit der Online-Studie, habe mir das so durchgelesen. Nee, da musst du auch erstmal in die Warteliste reinkommen. Und dann dauert das mega lang, dieser Prozess. Bin ich dann nochmal hingegangen zu ihr und habe gesagt, na, ich glaube, ich gehe doch nach Hamburg. Ja. Und in Hamburg verlief das da auch supi. Das Rucki-Zucki bekommen, das Indikationsschreiben. Weil bei mir einfach der Drang super krass ist, zum weiblichen Geschlecht zuzugehören. Andere Transpersonen sind teilweise ein Jahr oder so in Therapie. Und ich war einfach 2 Mal dort. Und da hatte ich mein Schreiben. It's easy as it is. Und diese Transhilfe Oldenburg hat dann natürlich auch noch das... das... Gerichtsschreiben fertig gemacht für die Namens- und Personenstandsänderung. Die hat quasi alles gemacht. Was nervig ist, dieses Bürokratische. Naja, da habe ich ja auch irgendwann einen Brief bekommen, da fehlte noch was. Nämlich, dass man die Ärzte erklären musste, dass sie die Informationen weitergeben konnten. Habe ich dann noch dahin geschickt und ja, dann ging es zu einem Gutachter. Gutachter und Gutachterin. Gutachter in Hamburg, Gutachterin in Bremen. Alle waren super voll überzeugt, dass ich voll weiblich bin und haben super die süßen Gutachten geschrieben und sind jetzt auf einem Gericht gelandet und ja, jetzt habe ich am 9.2. den Gerichtstermin und dann ist dieses Kapitel auch endlich abgeschlossen. Das Indikationsschreiben habe ich halt super schnell bekommen in Hamburg und damit konnte ich die Hormone bekommen. Das war allerdings auch eine bescheuerte Geschichte. Ah! Ein Arzt in Oldenburg, Medicover, super transphob. Dann war ich bei jemandem. Zweiter Arzt, ich nenne jetzt mal keinen Namen, der wollte so unnötige Tests machen, weil er für die Tests Geld bekommt. Jo, sie müssen nur Gentests machen, weil Intersex könnte ich ja sonst, also es könnte ja Intersex sein, muss ich ausschließen. Ich meine, so richtig Gesichtsbehaarung und männliche Statur haben sie ja nicht, vielleicht sind sie ja Intersex.
Ja, das ist ziemlich recht, aber come on. Ich bin nicht intersex, was wüsste ich? Wenn eine Gebärmutter oder sowas hätte. Soll ich schon lange wissen, was mit 25? Was ist das für ein Held? Naja. Und der hat einen so schikaniert, beziehungsweise dann, oh, sie müssen mir versichern, dass sie nicht ihre Spermien einfrieren wollen. Sie können ja eine Kryoanalyse, eine Kryokonservierung von Spermien benutzen. Ich hab gesagt, ich will keine Kinder. Ich brauch den Scheiß nicht, ist viel zu teuer. Und der fing immer wieder damit an, der wollte nur was verkaufen und nur unnötige Sachen machen. Und dann hat sich eine Freundin von mir beschwert. Boom, gab schon wieder einen Ärztewechsel. Und der hatte eine Ärztin. Und mit der lief alles supi. Das Indikationsschreiben hingelegt, hab sofort die Hormone bekommen. 12. Oktober 2020, HRT, da fing es an. Und ja, das ist klasse. Gibt's natürlich auch noch ein Video, wie sich das jetzt ausgewirkt hat mit den Hormonen. Was für Veränderungen gibt, da kommt noch ein spezifisches Video nächsten Monat. Beim nächsten Monat sind ja 3 Monate vergangen. Und nach allen 3 Monaten, sprich nach 6 Monaten mache ich Nummer 1, nach 9 Monaten, nach einem Jahr. Bis 3 Jahre um sind, mache ich auf jeden Fall immer wieder so einen Zwischenstand. Und ja. Cool. Und wo ich halt am 12.10. die Hormone bekommen hatte, da ging es mir so gut. Weil das war mein großes Ziel. Wenn ich die Hormone nehme, weiß ich, yeah, jetzt verändert sich dein Körper, jetzt wirst du richtig ein Girl. Auch wenn du schon bist. Im Inneren und so. Und von der Statur ja auch. Habe ich eine männliche Statur? Nein, habe ich nicht. Das war schon immer so. Ich war schon immer die kleine, zierliche Person. Aber man möchte halt noch so ein paar andere Merkmale haben. Die ich halt nicht hatte. Die Brüste und sowas. Und weichere Haut und feminisierende Gesichtszüge und sowas. Das kommt halt alles im Laufe der Zeit. Also wer bei HRT ungeduldig ist, der wird keine schöne Zeit haben. Muss einfach geduldig sein. Weil über die Zeit kommt das dann anders. Naja, Leute. Ja. Und das war's. Wie gesagt, das war mein großes Ziel, diese Hormone zu bekommen. Und dann wollte ich halt komplett als Ziel leben. Kann ich noch nicht, weil auf Paket nur noch was anderes leider steht. Aber am 9.2. ist es endlich soweit, ist der Endpost. Wie gesagt, kann es sein, dass ich noch irgendwie Laser-Sessions mache, die euch beantragt für den Oberlippenbartschatten, den man gerade nicht sieht, weil ich das perfekt weggeschminkt habe. Und der ist auch geringer geworden durch das Laserkrieg, aber er ist halt trotzdem noch da. Er ist halt trotzdem noch da. Und wenn es nicht weggeht, dann werde ich Laser-Sessions machen. Habe ich auch schon beantragt. Aber vielleicht geht es ja sogar mit dem Heimgerät weg. Ansonsten ist das Gewicht für mich der Endboss, weil geschlechtsangleichende Operationen werde ich nicht machen. Ich habe keine Geschlechtsteildysphorie. Ich habe nur eine Dysphorie, keine Brüste zu haben. Du hast eine Frau ohne Brüste. Richtig. Weird. Eine Frau ohne Brüsten ist trotzdem eine Frau. Aber gut geht's da eigentlich nicht mit. Von daher HRT. Und wie gesagt, Penis wäre eigentlich egal. Ich habe schon Cis-Frauen gehört, die gesagt haben, oh mein Gott, ich hätte voll gern Penis. Weil dann brauche ich mich nicht auf diese dreckigen Toiletten setzen, das ist ja auch praktischer. Musst du nicht immer hinsetzen und kannst einfach deinen Busch machen. Wenn man auf der Gaststätte oder sowas. Das stimmt. Und das schätze ich auch. Und mit Tucking, wie ich es gerne nenne, Tucking, kannst du halt das auch super verstecken. Von daher, why not? Why not keep it? It's a good tool. Es ist ein gutes Werkzeug. Ich sehe das ein bisschen anders. Als Transfrau, finde ich, ist man gesegnet, wenn man halt den Penis hat. Was manche Sachen erleichtert. Naja, das war auf jeden Fall diese Transgeschichte. Das war das Wichtigste zusammengefasst. Wie gesagt, 9.2. ist der Endboss. Und dann ist es over. Leute, dann geht's endlich los.
Manchmal schwirrt mir so viel im Kopf rum. Das wird dann alles weg sein. Ich habe diese Trans-Sorgen nicht mehr. Dann kann ich einfach komplett als hier leben und es fällt niemand auf. Leute, die mich nicht kennen, sagen sowieso. Also ich werde immer als Girl gegendert und ja, die lernen mich doch als Girl kennen. Ich muss dann natürlich zusehen, dass ich alte Dokumente bekomme wie Abitur, Ausweis, Führerschein, Kontokarte und so weiter und so fort. Das muss ich halt alles ändern lassen. Das wird auch noch relativ stressig. Ich muss Passfotos machen lassen. Ich lasse mir das zu Geburtstag schenken, was kostet alles Geld und zu Geburtstag lassen wir das dann schenken einfach. Einfach Geld, damit ich diese ganzen Bürokratie-Scheiß hinter mir bringen kann. Ich habe irgendwie Bock auf Passfotos. So richtig aufstylen und dann hingehen zum Fotografen und denkt der Fotograf, boah, Girl, ich bin echt froh für dich Passfotos zu machen. So nach dem Motto. Das wird so cool. Ich freue mich auf die Passfotos. Auf die anderen Sachen freue ich mich sicherlich nicht. Straßenverkehrsamt, Führerschein, Oldenburger Amt, was auch mega scheiße ist wie Corona. Das nehme ich total zu, da muss online so einen Termin geben lassen. Oh nee. Da habe ich keine Lust mehr und naja, bei meiner alten Schule anzurufen und die ganze Geschichte zu erzählen, habe ich auch keine Lust. Aber man kommt nicht drum rum. Man kommt leider nicht drum rum. Das ist auf jeden Fall das, was ich 2021 machen werde. Und jetzt noch eine Sache, Corona. Also für mich war es ja perfekt, weil nach 25 Jahren war ich endlich glücklich, habe diese Transition gemacht und kann jetzt endlich als Girl leben, was ich schon immer war. Und das auch so auszudrücken, es macht so Spaß, mich zu teilen und rauszugehen und einfach zu atmen und dann zu denken, kannst endlich du selbst sein, kannst endlich ein Mädchen sein. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Steine mir da vom Herzen gefallen sind. Oh Leute, das war so wichtig für mich. Manchmal sitze ich hier und weine einfach, wenn ich darauf zurückblicke. Ich weine einfach, weil es zu schön ist, um wahr zu sein. Naja, auf jeden Fall, voll viele hassen das Jahr, ich hasse es nicht, für mich ist es das beste Jahr im gesamten Leben. Voll viele hassen es wegen Corona, ich könnte es ja auch verstehen, Corona ist ja gut, ich will jetzt nicht sagen, geil, geiles Jahr, cool, Corona und so. Das ist natürlich Quatsch, weil auch ich hasse Corona, trotzdem ist das Jahr für mich gut verlaufen. Okay, Corona fing an mit dem scheiß Lockdown, Leben in der Geisterstadt habe ich ja auch damals ein Video dazu gemacht. Kein Toilettenpapier, alle Läden zu, da war es doch so, dass ich immer zu den Fastfood-Ketten wollte. Alles hatte zu. Alles hatte zu. Alles hatte zu. Alles hatte zu. Außer Supermärkte. Es war alles closed. Und es war so richtig komisches Gefühl. Du gehst raus, aber es ist trotzdem eine Todstadt. Wie so eine Geisterstadt im Wilden Westen. Ich war wütend, ich wurde vor irgendwelchen Banditen oder sowas. Naja. I mean, ich arbeite von zu Hause. Stream, YouTube. Ich bin sowieso voll oft zu Hause. Habe keine Freunde. Und gehe meistens raus zum Einkaufen oder wenn ich Termine habe. Bedeutet, stört mich Corona? Nicht so richtig. Weil ich nicht wirklich davon betroffen bin. Ich weiß, dass es für meinen Vater zum Beispiel super blöd ist. Der ist Fahrlehrer, der kriegt nur 60% des Lohns bei totalem Lockdown. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, ist ja auch schon wieder totaler Lockdown. Fahrschulen sind schon wieder closed. Nur LebensmitteltherapeutInnen und ÄrztInnen sind offen. Nur die wichtigsten Sachen, mit Drogerien auch. Ich will jetzt noch meine Schminke. Nee, die Schminke bestelle ich tatsächlich online. Also. Nicht, weil ich Angst hätte, da jetzt hinzugehen. Bei mir sieht eh keiner, dass ich mal im Boy-Mode unterwegs war. Nein, einfach weil es online billiger ist. Und außerdem spare ich mir so Zeit. Ich jetzt erst in die Innenstadt gehen muss, zum Drogeriemarkt, DM oder Rossmann.
Das ist alles vor der Zeit, ist doch Quatsch. Von daher. Whatever. Ihr merkt schon, ich bin nicht wirklich von Corona betroffen. Ich finde es scheiße, wenn Leute davon erkranken. Aber jetzt gibt es ja zum Glück Impfungen dagegen. Auch wenn die noch nicht so. Also, die Impfungen wurden in Deutschland entwickelt. Aber. Der Impfstoff ist nicht in Deutschland freigegeben. What were they thinking? In USA ist der Wirkstoff jetzt schon da. Und wird benutzt. Und in Deutschland, wo er entwickelt wurde, darf er nicht benutzt werden, weil Bürokratieland Deutschland. Ich werde mich wahrscheinlich nicht impfen lassen. Ich gehe zu selten raus. Ich habe ein Abwehrsystem, was mir von diesen Sternen ist. Ich bin 9 Jahre gesund. Außer, dass ich diese psychische Scheiße hatte. Weil ich ein Girl bin und die ganze Zeit versucht habe, einen Mann zu schauspielen und das irgendwann nicht mehr funktioniert hatte, war ich halt immer gesund. Bin nur daran krank geworden, weil ich mich nicht richtig ausdrücken konnte. Wahrscheinlich vorher, ihr seid ein Girl, aber müsst halt die ganze Zeit so tun, als wärt ihr ein Mann. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Naja. Von daher hoffen wir mal, dass der Lockdown irgendwann zu Ende ist. Hoffen wir, dass die Impfungen freigegeben werden und dass Corona wirklich 2021 ein Ende findet. Einer aus Smash-Szene hat schon gesagt, ich bin froh, wenn Corona 2023 vorbei ist. Es gibt Leute, die sind pessimistisch, so wie ich. Und dann gibt es Leute wie ihn. Die sind ultra-pessimistisch. Nee, hoffen wir wirklich, dass 2021 ein Ende findet. Meine Prediction, weibliche Intuition, ist Juli 2021, dass da so ein Ende findet, Corona, also ein halbes Jahr noch. Oh. Was mich bei Corona nervt, sind die Masken. Wenn ich nicht hier dies, ich habe ja eben das Schminkvideo gemacht, ich habe es ja jetzt hier liegen, wenn ich nicht das hier nehme, dieses Glow to go, dann hängt alles in der Maske. Habe ich mich umsonst geschminkt. Ja, habe ich auch schon ein Foto auf Instagram gemacht. Meine Maske, die ist nicht mehr weiß vor innen, die ist voller Schminke und Lippenstift. Ah. Richtig Girl-Maske. Naja, Leute, so viel zum Corona-Statement. Das war es jetzt eigentlich auch das Wichtigste. Wir haben versprochen: Transition, Streams, YouTube. Videos und Streams, wie es zukünftig aussieht. Corona haben wir besprochen. Und das neue Jahr und die Vorsätze. Cool. Ich werde wahrscheinlich nicht wieder so ein Video machen. So ein Neujahrsvideo. Nicht, weil es mir keinen Spaß so gemacht hatte. Einfach, weil in diesem Jahr so viel passiert ist. Sonst bin ich halt nur zu Hause, mache meine Videos, meine Streams. Und das war es dann auch. Sonst passiert ja nichts in meinem Leben. Aber dieses Jahr ist ein bisschen sehr viel passiert, ne? Da dachte ich mir so, komm Girl, musst du machen. Und ich bin so glücklich, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Ich wach auf und freue mich einfach auf den Tag. Früher wollte ich nicht mehr aufstehen. Früher wollte ich einfach nur sterben. Früher habe ich mir ein Headset aufgesetzt, Musik gehört. Game angemacht und versucht irgendwie abzuschalten. Heutzutage stehe ich auf, denke so, geil, cool, Videos aufnehmen, richtig durchstarten und einfach das Leben genießen. Ich fühle mich jetzt so wohl. Früher war es das Gegenteil. Ich sah aus wie der letzte Heckenpenner. Ich war mega ungepflegt. Ich habe mich selbst gehasst. Und jetzt ist komplett das Gegenteil. Ich dusche alle 2 Tage. Jeden Tag schminken, jeden Tag stylen. Jetzt will ich einfach die Queen. Vom Penner zur Queen. Das war auch erstmal schaffen. Oh Leute. Ich bin so glücklich. Mir kommen schon wieder Tränen. Das ist einfach so krass. Das ist einfach so krass, dass man es nicht glauben kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch jemals wieder glücklich sein könnte.
Aber dieses Jahr hat es halt möglich gemacht. Und das passiert mir so oft. Ich weiß jetzt hier und mir kommen rennende Tränen. Das ist so schlimm. Oh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiße es mir ging. Das ist immer noch so surreal, dass es mir jetzt so gut geht. Ich kann das immer noch nicht glauben. Und das ist so krass. Das passiert mir alle drei Tage oder so, dass mir random die Tränen kommen. Und ich habe mir schon gedacht, dass mein Video auch passiert. Ich muss mir jetzt immer. Oh Gott. Oh nee. Leute. Mann. Ich bedanke mich an alle, die sich auf das kommende Jahr mit mir freuen. Ich bedanke mich an alle, die trotzdem noch hinter mir stehen, die mich voll supporten. Und ja, ich bedanke mich an alle Leute, die meine Videos schauen, nicht toxisch sind und immer liebe Kommentare schreiben. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich meine das echt ernst. Ich meine das wirklich ernst. Leute, das passiert mir so oft, dass ich random anfange zu weinen. Na gut, Leute. Ich krieg jetzt sowieso keine Worte mehr raus, was Wichtigstes gesagt. Hoffe mal, dass das neue Jahr genauso schön wird. Also für mich war 2020 halt toll. Außer Corona natürlich. Ja, und Leute, Daumen, falls euch das Silvester-Video gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Iris hier. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und feiert richtig, kann ich nicht sagen wegen Corona, aber lasst es euch gut gehen. Kommt gut rein ins neue Jahr. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!